Hallo und Grüße zum heutigen JFD Live Trading TV hier bei JFD Desktop am 16.02. Wir hatten vorhin schon das Devisenradar und der Aussie gegenüber, also der Aussie, der Australier gegenüber dem US-Dollar verhielt sich noch etwas zurückhaltend in Sachen Ausbruch, kommt auch aktuell wieder ein Stück weit zurück, bleibt aber dennoch interessant, wenn er nach oben ausbrechen kann. So viel kurz nochmal zum Australdollar, den wir vorhin, wie gesagt, im Devisenradar besprochen haben. Jetzt wollen wir aber den DAX in Augenschein nehmen. Wir haben heute Feiertag in den USA, das heißt, der US-Handel wird nicht stattfinden. Und entsprechend lethargisch kommt auch der DAX daher, nachdem wir ja hier auch in der vergangenen Woche am Freitag nochmals gecovert den schönen Auftrieb nach oben sahen. Und machen, aber es geht auch so. Der DAX entwickelte sich hier entsprechend traumhaft nach oben. Wir touchierten die Marke von 11.000 Punkten. Eine Etablierung darüber gelang nicht. Und jetzt kommt das, was an für sich auch sehr, sehr gesund ist und auch sehr, sehr gesund wirkt. Der DAX kam nämlich hier dann entsprechend wieder von diesem oberen deckelnden Trendkanallinie wieder zurück. Und das ist ein sehr, sehr schönes Muster. Und aktuell nähern wir uns eben hier dieser unteren Trendlinie. Neben so einer schrägen Trendlinie, die hier wohl bemerkt nicht diese Hauptrelevanz genießt wie horizontalen Unterstützungen, sollte man aufpassen, was der DAX eben hier macht. Wir können auch diese Trendlinie leicht anpassen. Das verschiebt natürlich auch entsprechend die obere, aber durch eine leichte Streckung der Trendlinie und grundsätzlich handelt es sich ja bei der charttechnischen Analyse um eine konditionelle Analyse. Insofern ist es auch legitim, hier durchaus mal die Trendlinien anzupassen. Also zum einen haben wir, wie gesagt, diese hier vom oberen Trendkanal, die können wir einfach mal kopieren und nochmal symbolisch genauso da auflegen, wo sie praktisch auch herkamen. So, machen wir sie aber etwas unscheinbarer durch die gestrichelten Punkte. Und nun haben wir hier eben diesen Bereich, der sich bei 10.900, 10.890 Punkten bereithält. Das ist genau das Niveau, worauf man achten sollte, dass der DAX hier wieder eine Rundung nach oben findet und wieder auftritt. Wir haben, wie gesagt, heute keine positiven Bestätigungen aus Amerika. Es kommen zwar News rein, hier am Mittag 11 Uhr EBU, also Euro-Handelsbilanzsaldo, am Nachmittag nochmal Volumen der Pfandbriefe, aber alles nichts Aufregendes. Und insofern der DAX hier durchaus im Rückzugsmodus, also Gewinnmitnahmen sehr lethargisch weiter nach unten ausgerichtet. Wäre hier das zu präferierende Szenario. Wir haben auch auf der Oberseite mit Unterschreitung des Levels von 10.945 Punkten. Ich mache das hier mal rot. Jetzt auch so eine Widerstandszone im Chart. Das finden die Vorlagen, aber das können wir auch alles so machen. Eine Widerstandszone im Chart, die jetzt hier existent ist. Sie sehen es ja sehr schön, zwischen 10.945 und 10.950 Punkten haben wir diese Zone. Und solange der DAX da drunter bleibt, ist ein weiterer Touch, oder besser gesagt, ein weiterer Rücklauf zu favorisieren und eben dann hier oberhalb des EMA 100, blaue Linie, oberhalb von 10.890 Punkten, oberhalb dieser Trendlinie, wäre hier eine schöne Stabilisierung denkbar, die dann den DAX morgen hier weiter emporführen dürfte, Schrägstrich könnte. Tatsache ist, wenn wir hier rausbrechen nach unten, also hier signifikant oder in den EMA 100 gehen, der aktuell bei 10.882 Punkten notiert. Wenn wir hier runtergehen per Stundenschluss, dann spricht viel dafür, dass wir diese nächst tiefere Supportzone ansteuern, knapp unter 10.800 Punkten. Doch aktuell zu präferieren, eigentlich hier eine Stabilisierung. Ich will Sie aber nicht entlassen, ohne auch nochmal einen Blick auf die Seasonals zu werfen. Das ist hier natürlich insbesondere auf Tagesbasis interessant. Mit Blick auf die nächsten 60 Handelstage bis in den Mai hinein sehen wir, dass hier im Februar, Schrägstrich bis zu Beginn des Monats März, eigentlich auch eine schwächere Tendenz rein saisonal ins Bild passen würde. Um hier nochmal das Beispiel darzustellen, wenn wir hier uns nicht stabilisieren sollten und der DAX nach unten rausgeht unter 10.882 Punkten, also hier EMA 100, dann wäre hier durchaus eben das Level 10.790, 10.800 denkbar oder aber im Ausdehnungsfall sogar noch ein Stück weit tiefer, nochmals rund 100 Punkte, 10.700. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz im Tagesschart an, was man da zu erwarten hätte. So, dann sollte es, wenn sich hier wirklich ein schwacher März, müssen die Linien dann noch anpassen, wenn sich hier ein schwacher März ergibt, dann sollte man hier neben 10,7 auch durchaus nochmal mit dem Level 10,6 rechnen, was dann wiederum hier durchaus schon wieder für Auftrieb sorgen könnte im Sinne der Saisonalität. Nochmal her mit dem Chart. Ja, ansonsten, wenn wir uns doch noch ein Stück weit tiefer hier reinarbeiten, richtig in die Seasonals bis Anfang März mit fallenden Tendenzen, dann kann man hier vielleicht sogar mit einem Niveau von 10,4 rechnen. Tatsache ist, oberhalb dieser Trendlinie des Aufwärtstrendkanals, oberhalb dieser kurzfristig gesprochenen Unterstützungszone 10,5, 10,6
bleibt die Lage durchweg bullisch. Gehen wir hier ein Stück weit tiefer, dann muss man eben sehen, dass die Marke hier von 10.195 Punkten hält. Also hier wir signifikant nicht unter 10.000 Punkte absacken. Das wäre sicherlich ein ganz, ganz klar schwaches Signal, wenn wir hier wieder in den vierstelligen Bereich zurückfallen. Aber davon ist aktuell nicht auszugehen. Aktuell alles hier Konsolidierung auf hohem Niveau. Und je früher der DAX eben wieder auf Trieb erfährt, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir hier diese Ziellevels 11.350, 11.400 Punkte ansteuern. Also grundsätzlich DAX weiter bullisch, aber kurzfristig hier im Konsolidierungsmodus, der sich, wie eben dargestellt, weiter ausbauen könnte. Wir werden das unter Umständen heute Nachmittag nochmal bewerten oder aber dann morgen natürlich der DAX hier beim JFD Live Trading in der Beschau. Ich wünsche Ihnen bis dahin erstmal einen schönen Handelstag und schauen Sie ruhig vorbei. Heute gibt es durchaus noch die ein oder andere interessante Analyse. In diesem Zusammenhang einen schönen Handelstag und auf bald. Wieder.